So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz der heutigen Partie der SG Flensburg-Handewitt gegen SC Magdeburg. Endstand 30-24. Ich begrüße zu meiner linken Gästetrainer Frank Karstens und zu meiner rechten Lubomir Vranjes, unseren Trainer und Geschäftsführer Dirk Schmeschke. Frank, traditionell gehen die ersten Worte immer an unsere Gäste. Wie ist dein Statement zum heutigen Spiel? Ja, schönen guten Abend und zunächst mal herzlichen Glückwunsch an die SG und Trainer Lubomir Vranjes. Ich denke, es gab heute keine Diskussion darüber, dass dieser Sieg natürlich verdient ist. Wir haben das Spiel ein paar Minuten offen halten können in der ersten Halbzeit bis zum 11-11. Und dann lassen wir uns vom ersten Rückstand von unserer Linie abbringen, verlieren. Und das ist eigentlich das Schlimmste an der Situation, verlieren den Mut, hier an uns zu glauben, an unsere Chance zu glauben. Und das ärgert mich maßlos. Die SG hat das korrekt gewonnen, das ist überhaupt keine Frage und hat auch sehr, sehr gut verteidigt. Aber wenn man so mutlos spielt, wie wir in der zweiten Halbzeit, dann hat man keine Chance in keiner Halle dieser Welt. Dann muss man einen anderen Sport machen. Das war nicht das, was meine Mannschaft normalerweise auszeichnet, nämlich mit Herz und Leidenschaft zu spielen. Das haben wir heute leider nicht gezeigt. Wir haben einzelne gute Leistungen gesehen. Vor allem Bartosz Jurecki hat heute überragend gekämpft. Er steht alleine da, muss ohne seinen Partner auf der Position auskommen. Er hat das sehr, sehr gut gemacht, musste sehr viel einstecken und trotzdem stand er seinen Mann hier heute. Ein, zwei andere Spieler bin ich auch mit einverstanden. Stefan Knär hat das gut gemacht. Pajovic hat seine Aufgabe gelöst. Aber im Grunde bei allen anderen reicht es eigentlich nicht für das, was wir eigentlich hier heute vorhatten. Danke, Frank. Lubo, wie hast du das Spiel erlebt? Guten Abend. Ich habe das Spiel so erlebt, dass erstmal danke, Frank, dass wir haben noch viel zu tun. Wir haben in Abwehr, wie Frank gesagt hat, gut gestanden. Wir haben auch gezeigt von der ersten Minute, finde ich, dass wir mithalten möchten und dass wir zu Hause unsere sozusagen Quote behalten. Und Magdeburg ist eine sehr gute Mannschaft. Die spielen sehr, sehr spielerisch, sozusagen variabel. Muss ich sagen, und das ist schwer für die Abwehr, sich einzustellen, weil es gibt so viele Sachen, finde ich, was man da aufpassen muss. Aber wir haben das, wie gesagt, gut gemacht. Matthias Sanchon hat das gut gemacht, ein Tor, da muss man auch ihm zugeben. Vorne haben wir gut gespielt. Leider starten Eilers viel zu viel, finde ich, in den Weg. Wir haben ein bisschen viel verworfen, sehr gute Möglichkeiten verworfen. Man sieht zum Beispiel, dass Egert und Lasse Svan, die normalerweise sehr hohe Quote haben, heute nicht das so überragend gemacht haben. Aber dann gucke ich hier, dann hat Egert 8 Tore gemacht. Also, dann ist das, welche Erwartung hat man dann von den Spielern? Aber Lasse Svan hat ja einen harten Tag heute gehabt und das können wir uns verbessern. Aber spielerisch, auch vorne, erste 3-4 Angriffe in zweiter Halbzeit war wirklich überragend. Und wir haben ein bisschen noch zu tun. Jetzt wird Lars Kaufmann sich auch morgen früh operieren. Da müssen wir noch enger zusammenstehen. Und zeigen, dass wir in SG Flensburg-Handewitt spielen und ich freue mich auf HSV jetzt. Ich kann sagen, wenn es bei Thomas läuft, auf so eine einfache Formel bringen, wenn es bei Thomas läuft, läuft es auch bei der gesamten Mannschaft? Thomas Mogensen ist ja der Mittelmann. Er soll ja auch das Spiel steuern. Er hat ein bisschen Schwierigkeiten, auch heute, hat in letzter Zeit gehabt, aber man muss ihm auch pushen, nach vorne bringen. Wir haben über einige Sachen schon gesprochen, was er verbessern muss. Und oft ist das so, wenn du zu viel über schlechte Sachen sprichst, dann kommt noch mehr schlechte Sachen. So, wir müssen auch Thomas nach vorne pushen und das werde ich machen als Trainer. Warum hattet ihr in der ersten Halbzeit solche großen Probleme mit Stefan Knär? Ja, ich glaube, Stefan Knär hat 5 von 5 gemacht in erster Halbzeit, wenn ich nicht. 6 von 7.
6 von 7, siehst du. Er hat schon eine gute Quote. Stefan Knieher ist ja ein deutscher Nationalmannschaftsspieler, der auch in Magdeburg noch einen Schritt nach vorne gemacht hat. Als von Großschwarzer spielt er in einer besseren Mannschaft im Moment. Und er hat eine gute Entwicklung. Und was ich auch vor das Spiel gesagt habe, ich finde, Stefan Knieher macht das sehr gut, nicht nur gegen uns. Kiel hat ja mit drei Toren gegen Magdeburg gewonnen, wir haben mit 6. Stefan Knieher hat da auch überragend gespielt. Er ist ein Weltklasse, werde ich nicht sagen. Aber er ist unterwegs und das ist gut für Deutschland. Weitere Fragen an die Trainer? Dann gebe ich einmal. Entschuldigung. Es wird ja immer drüber gesprochen: Sonntag spielen, der Dienstag wieder spielen. Hat euch auch dieses Spiel so ein bisschen in den Knochen noch gesteckt vom Sonntag? Vielleicht dadurch der Einbruch in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr zu erklären oder nicht? Ja, also die Situation ist so, das haben ja TSG, das haben wir, das kommt immer mal wieder vor. Das gehört dazu und das kalkulieren wir natürlich bei unserer Arbeit als Trainer auch mit ein. Das muss man, darauf sind wir vorbereitet, denke ich. Der Punkt ist nicht, dass uns die Power gefehlt hat, glaube ich. Das hat man ja immer zwischendurch immer wieder gesehen, es blitzte ja auf. Was uns gefehlt hat, war der Mut. Ich kann das nur auf diese Formel bringen. Wir haben uns leider beeindrucken lassen, den Schneid abkaufen lassen nach dem ersten Rückstand in der ersten Halbzeit. Und das unterstreicht natürlich auf der einen Seite die Qualität der SG, aber ich bin eben mit diesem Punkt auf meiner Seite überhaupt nicht zufrieden. Ich warte jetzt noch einen Augenblick, noch weitere Fragen. Dann komme ich jetzt zu Dirk. Ein Ausblick auf die nächsten Spiele bei uns hier in der Campushalle. Ja, Lou hat ja schon gesagt, als erstes freuen wir uns jetzt auf Hamburg. Champions League, Ausblick auf die nächsten Spiele, ich sag mal, fällt ein bisschen schwer. Wir haben 13 Spiele jetzt bis Weihnachten, also 13 im Dreitagesrhythmus innerhalb von 42 Tagen. Ich glaube, da habe ich so richtig heute mal geschaut. Und da müssen wir jetzt sehen, da müssen wir jetzt durch und wollen da auch durch. Wir müssen jetzt gucken, wie wir das mit Lars Kaufmann kompensieren. Für mich war das heute ein sehr wichtiger Sieg. Das war ein bisschen auch so in phasenweise Arbeitssieg, aber das gehört auch dazu und das ist auch wichtig. Und vielleicht noch ein Wort, das brennt mir noch auf dem Herzen zu deiner Frage, Hans-Werner und Frank. Ich finde, die 48-Stunden-Regel, muss irgendwann mal richtig weg. Das hängt mit Entzerrung der Terminkalender zusammen, aber es ist irgendwann auch ein Punkt erreicht, wo Spieler in diesen 2 Tagen sich einfach nicht mehr regenerieren können. 48 Stunden in diesem Fall, wenn ihr zu Hause in Magdeburg spielt und hier in Flensburg, ist noch einigermaßen möglich, aber es gibt eben 48-Stunden-Regeln in Champions League, wo wir kämpfen gerade gegen eine, wo wir in Moskau spielen und 2 Tage, das ist im Moment so angesetzt und 48 Stunden später dann in Deutschland. Ich weiß das Spiel jetzt gerade im Moment nicht. Das finde ich, da sollte man schon mal ernsthaft drüber nachdenken. Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen keine 48-Stunden-Spiele stattfinden. Wir haben jetzt eine Pause bis zum Sonntag. Da sagen wir schon, das ist relativ lang in diesem Fall. Das sind 4 Tage und ich glaube, das tut der Mannschaft auch gut. Wichtig war für mich auch, dass die Mannschaft gezeigt hat, dass sie gewinnen wollen. Wir haben gesagt, zu Hause wollen wir gewinnen und dann wollen wir weiterhin sehen, dass wir, ich sage mal, nicht nur das Bestmögliche, sondern auch den Mut haben, zum Beispiel auch, wie wir es versucht haben in Kiel und auch in Hannover, hat da nicht geklappt. Darüber ärgern wir uns auch, aber das passiert eben dann auch zu gewinnen. Und wie gesagt, Ausblick auf die nächsten Spiele. Wir waren jetzt außer bei den Füchsen jetzt auswärts überall bei den sogenannten Großen, aber ich finde, es gibt mittlerweile, da zähle ich Magdeburg auch zu, Vereine in der Bundesliga, die sich auch weiterentwickelt haben. Gibt es Fragen an den Geschäftsführer? Das ist nicht der Fall, denn bedanke ich mich bei 5227 Zuschauern und wir sehen uns zum Spiel gegen Hamburg wieder hier in der Campushalle. Dankeschön.